Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, was auch immer. Es geht weiter mit einem neuen Let's Play und dieses Jetpack-Spiel, wie hieß das nochmal? Ist das einfach Jetpack? Ich weiß es nicht mehr. Also mit App-Namen tue ich mich immer wieder schwer. Im Titel schreibe ich es hoffentlich dann auch immer richtig, aber so, wenn ich hier meine Ansagen mache, wenn ich hier anfange aufzunehmen, ich habe fast nie einen Plan, wie die App eigentlich heißt. Ist mir aber auch meistens scheißegal, Hauptsache es macht Bock. Und dieses Spiel habe ich früher auf jeden Fall gesuchtet, als ich mein erstes iPhone bekommen hatte. Das war das iPhone 3GS. Wie alt war ich denn da? 16, 17 oder so? Oh ne, 14 war ich da, 15? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, da habe ich das gesuchtet ohne Ende und deswegen weiß ich, dass es auf jeden Fall Suchtpotenzial hat. Früher war ich auch gar nicht mal so schlecht in dem Spiel. Ja, auf jeden Fall werden wir dieses Spiel dann auch ab und zu mal einfach mal spielen, immer mal zwischendurch und dann machen wir einfach mal ein paar Level und quatschen so ein bisschen und ja, das werde ich auch bei vielen anderen Apps machen, also wenn ich ja so Apps habe, die ich öfter mal so spiele und auch aufnehme, da werde ich immer so ein bisschen quatschen, ein bisschen was vom Leben erzählen, ja oder was auch immer. Immer wenn es Neuigkeiten gibt, dann fange ich einfach bei solchen Spielen an zu brasseln. Ich könnte euch ja auch ein bisschen was von meinem Tag erzählen. Also, heute war ein Brückentag, weil gestern Feiertag war und normalerweise hätte ich freitags Berufsschule, musste aber heute arbeiten gehen, weil, wie gesagt, Brückentag und in der Schule ist kein Unterricht und da muss man arbeiten als Azubi. Irgendwie unglücklich, ich wäre glaube ich lieber in die Schule gegangen, aber that's life und ja. Ich mache meine Ausbildung als Automobilkaufmann und musste dann heute Morgen ein Auto aus Mönchengladbach holen, habe ich dann auch gemacht. Also diese Fahrten finde ich eigentlich immer am entspanntesten, ehrlich gesagt. Die machen immer Bock, nur blöd war, dass ich ungefähr 20 Minuten vor Feierabend die Aufgabe bekommen habe, nochmal nach Gladbach zu fahren und von Dormagen aus, wo ich arbeite, sind das etwa 30 Kilometer. Das heißt, für mich ist das eine Stunde Fahrt hin und zurück, das Auto wieder zurückzubringen. Und da hatte ich natürlich wieder eine Stunde später erst frei. Aber gut, so ist das Leben. War ja trotzdem eine entspannte Fahrt. Und ja, nur für heute hatte ich dann auch echt keinen Bock mehr auf Autofahren, weil da muss ich auch wieder nach Hause fahren, das sind für mich auch nochmal 30 Kilometer. Also ich bin heute wieder 3-4 Stunden Auto gefahren und ich glaube im Jahr, also mein eigenes Auto fahre ich so zwischen 30 oder sagen wir mal zwischen 25 und 35.000 Kilometer und auf der Arbeit fahre ich auch nochmal locker 15 bis 25.000 Kilometer. Also ich komme ungefähr auf 50.000 im Jahr und irgendwann macht das keinen Spaß mehr. Aber gut, so ist das. Das ist jetzt auf jeden Fall unser erster Rekord anscheinend. 3.351. Ja, komm. Kann ich erstmal mit leben. Und ich glaube, wir haben alle Sterne gesammelt und kommen damit auf Level 2. Sehr gut. Fliege im Zickzack um 6 Zeppers. Klatsche 10 Wissenschaftler in einem Spiel um. Okay. Ich halte mal dieses Cash Dash mal frei. Boah, also mit den Jetpacks und so. Ich kann mich noch gut. Ups. Hab ich verdrückt. Okay, nächster Part.